Wo bist du? Falsche Richtung. Ja. Dieser was? Ja, das ist der verkackte Mondpriester, den er letztes Mal gesucht. I wanna be a vampire. Schön für dich. Wirst du aber nie. Deine Träume sind geplatzt. Wenn's jetzt mich hört. Hast du nicht aus dem Chat gelesen? Ja, hab ich. Also. Dann. Die Auserwählten können das sein. Was? Causa Nabi Joe? Boah, ist eine Menge Leute. Sind das alles Spieler? Ne. Einer ist irgendwie Seeadlerkralle. Wo sind wir denn hier gelandet? Okay, die. Ich zieh schon mal meinen Gürtel aus. Das könnte auch eine sexuelle Anspielung gewesen sein, ist es aber nicht. Sind wir irgendwie bei dem Anime-Convention, die hören sich alle so, weiß ich nicht, wie die alle für Namen haben. Erste Aoiden, Seesoldatin. Und die ist auch die erste, oh mein Gott. Und die sind alle die erste, der ist Adlerkralle und der auch. Schlachten Vogt Ur-Selemo. Was? Oder Urk Elmo, ich weiß nicht, Elmo, vielleicht ist das der Rote aus der Sesamstraße, was weiß ich hier. Oh, ich muss mich erstmal setzen. Ich kenne diesen Geruch. Ich kenne diesen Geruch. Ich was? Habe Entschuldigung. Ich habe mit den Chefs. Mein Freund. Das sieht mir so aus, als würden die beiden jetzt gleich auf Tod und Leben und Tod kämpfen. Ja, irgendwie schon. Endgame-mäßig aus, weißt du? Oder? Ja, irgendwie schon. Wenn wir uns alle für den letzten Kampf hier bereit machen. Ich habe. Oder irgendeiner stellt sich gleich als Verräter raus und will uns alle umbringen oder so. Ja. Ich habe. Oder gleich kommt Molagball und tötet hier alle. Wir haben den Sicherheitswillen. Noch nie. Hervorragend. Okay, schaut euch die Zeremonie an. Wir haben uns hier versammelt, um die Champions auf ihren nächsten Pfad zu leiten. Meine uns? Diese drei Becher enthalten Mondzucker-Elixier, einen heiligen Trank. Dadurch wird das Licht der Monde in euren Seelen drehen. Was? Ich hab keine Seele. Und trinkt das Elixier. Oh, da will ich sehen. Ich sehe, Daniel, die müssen da trinken. Pass auf, die kippen gleich alle tot um. Ja, nur die würdig sind. Der dritte Becher ist für den Mond geweiht. Okay. Die Champions auf ihrem Pfad. Da steht aber schon jemand vor. Geh weiter! Redet vor und trinkt das Elixier! Das ist ein anderer Spieler. Geh weg, das ist für uns. Ich trinke von hier oben. Oh Gott. Mein Kopf leuchtet. Oh, ich höre das Atmen der Erde. Was? Was für. Dieses Elixier. Je schneller. Ich hab schon Schlimmeres probiert. Weißt du, wie Nord schmeckt? Da ist eine Wache. Ah! Mein Stab ist voll durch meine Brust. Ja, ich seh's. Und dein Schwert auch. Ah, das tut weh. Ja, nein, lass das. Ah. Wieso rennen die denn dir hinterher? Weil ich so schön bin, so schlau bin. So ganz schön. Mein Schwert voll durch meine Brust steckt. Mein steckt besser durch meine Brust. Ah! Hast du das gesehen? Ja. Oh, sah armselig aus. Was? Die ganze Zeit. Wieso bist du in dem Zeitlupe so ungefähr in der Luft geschehen? Ja. Yeah. Wir helden Tamriel. Ich bin keine
Das nennt sich Ferrari. Was zum? Boah, das sah dämlich aus. Ich hab nichts gesehen, was passiert? Ich hab das Ding irgendwie vorhin einen Uppercut gegeben. Also. Ist das weg bei dir? Ja, ist weg. Oh, schade. Ich hab das Buch gelesen, gell? Ich hab den irgendwie so links, rechts Uppercut gegeben. Das sah merkwürdig aus. Wenigstens hast du heute noch nicht geboxt. Na, ist ja gut. Oh, geil. Weiche Dämonen. Wie ist noch nicht bereit? Ich schieß schon drauf. Okay, ich konnte den irgendwie nicht benutzen. Das passiert den Besten. Ja klar, Hauptsache sind schon überall Leute am rumstehen. Wo die ganzen Viecher gerade erst mal weg sind, ey. Natürlich die Magier. Seid ihr nicht böse? Ja. Wie seid ihr durch die Barriere gekommen? Ich hab alle getötet. Welchen Esser? Wir haben so einen Reißzahn genommen. Da haben wir mit Licht auf so ein Portal geschossen. Esteban schuldet mir noch ein Essen. Was wollt ihr denn von mir? Die sind geil auf dich da. Knien nieder, ihr Spastis. Aber gut, die salutieren sehr gut. Ist zwar nicht knien, aber ist schon mal ein Anfang. Bitte, ich muss Essen kaufen. Hilft ihr einer weniger wohlhabenden Seele? Ich könnte dich töten. Hier gibt's doch irgendwie so eine Errungenschaft, wo man irgendwie jeden Bettler irgendwie so Geld gibt oder irgendwie so was. Das weiß ich nicht, ich kann dir irgendwie kein Geld geben. Ja, ich hab auch noch nie irgendwie jemandem Geld geben können. Das wundert mich nicht, Daniel. Du bist nicht, wo ich da warst. Du bist doch die von dir Art, ich will das zwar nicht mehr, aber du kriegst das auch nicht. Ich glaube einfach mit einem Cheeseburger an den vorbei. Ja. Geh weiter. Ja, ich weiß. Cheeseburger gab's ja schon. Das ist nicht das Problem, das würdest du sogar machen, ey. Das hör ich dir sogar zu, ey. Wie du das Brot da weggeschmissen hast. Ich will das zwar nicht mehr, aber du willst das, kriegst das auch nicht. Oh, ich hab eins so viel gekauft, bin schon voll. Ach, was soll's. Psst. Wir sind ja nicht bei SpongeBob, ey. Alter, ist das nicht. Alter von Joad. Sind das nicht die Guten? Das sieht aber böse aus hier. Euer Champion quält und findet sich wie ein Insekt in Bernstein. Ich hab den seinen Eintopf geklaut. Was? Da lag Eintopf, den hab ich mitgenommen. Von dem Gott. Ja. Eintopf der Götter, geil. Er ist tot, der braucht nicht mehr essen. Schon. Du musst jetzt hier schon wieder Gegner, ist die Stadt schon wieder verloren, oder was? Oh mein Gott, das Licht! Geht da nicht hin. Ah! Ich hab grad so. Da hingekommen? Bin da hochgeschwommen. Hast du dich umgedreht? Nee. Warte. Ich sehe überhaupt nichts, weil Licht davor ist. Geh mal nah dran. Sehe ich noch weniger. Ja. Jetzt musst du das mit der Sonne machen. Ja. Hm. Oh. Ich bin euer Messias. Falsche Richtung. Ja. Dass wir euch während der Invasion zur Seite stehen konnten. Vielen Dank. Ihr wart echt nützlich. Und ich bin verdammt. Aber gut. Das war rassistisch, Daniel. Guck mal, ihr habt einen Tiger. Ja. Laut der Geschichte. Wir stehen einfach so nebeneinander perfekt hier.
Mit Emoji. Das ist ein schlechter Moment, dass ich meine Katze mitgebracht habe. Ich habe keine Ahnung. Ja. Oh, die ist echt schnucklig. Kann ich mit dir schlafen? Ja. Lass sie gehen. Zeig dich, Bastard. Das sieht eben schon aus, ja. Ihr wollt, dass sie frei ist. Ihr habt eure schwester, meine neue dunkle Männer. Ich muss die zweite Rolle schwäches Kind. Gut, ich werde mich selbst um euch kümmern. Und wer bist du? Keine Ahnung. Und warum bist du wichtiger als der letzte Typ? Da kommt noch einer. Ihr und sie seid gemeinsam den Pfad zwei Monde bis zum Meer gegangen. Nein, verdammt, ich musste dich schon einmal gehen lassen. Ich bin nicht bereit, dich noch einmal zu verlassen. Wieso, wenn er beim ersten Mal geschafft hat? Ihre Seele hat jetzt ihren Frieden. Sie ist über den Pfad hinausgewandelt bis nach Ethereus. Das Licht der hellen Monde umgibt und führt sie. Wie kann ich irgendwas von dem, was ich gesehen habe, glauben? Der Pfad hat mir Schrecken, Lügen und Schrecken gezeigt. Schatz, weine nicht. Darm können wir nicht mehr weg. Ich bin tot. Bald werde ich bei Mutter und Vater sein. Bitte. Dann geh von denen weg, dann ist traurig. Leb wohl, meine Schwester. Vor allem, wie die sich hier voll casual über so eine Leiche unterhalten. Mit Weisheit und Stärke. Als ob wir so ein Drama um eine Leiche machen. Dass ich dich liebe. Geweiht, Champion, eure Reise ist zu Ende. Kehrt jetzt nach Düne zurück und wandelt auf dem nächsten Pfad. Okay, aber irgendwie hat letzte was wir von den einen Typen machen mussten. Glaube ich. Danach kommt Cartwells Gold. Silber? Ja, danach kommt Gold. Jetzt machen wir Silber, dann kommt Gold. Richtige Foltertechniken, Band 13. Geil. Auf Scheitern konzentriert. Schmerz kann bei der Folter Sterblicher ein effektives Mittel sein. Aber ihm wohnt zwangsläufig ein Nachteil, denn er vergeht. Ein Scheitern, andererseits hält ein Ich bin drin. Ich will am Lesen, ich bilde mich fort. Ich will dich doch nur glücklich machen. Du stehst auf Folter. Du liebst es, wenn ich dich foltere. Ich hab Final Fantasy hier. Ja, im Film wahrscheinlich. Nee. Ich glaube, das ist Teil 13. Okay. Hat halt ausgerechnet den schlimmsten von allen. Aber weiß ich nicht, welcher das ist. Oh, du Pisser, wir sind wieder da. Ihr seid ein Held. Brillant. Handwerkstier für legendär, hier geil. Leuchten. Ich bin schleierhaft, warum ihr legendäre Handwerkstier anbleiben wollt. Das war's. Leuchtende? Es ist eher schleierhaft, warum ihr euch weiterhin. Du hast recht gehabt, Daniel. Hast du das nur geraten oder gewusst? Ihr kommt da jetzt. Jetzt kommt Cutbits Gold. Boah. Hast du das gewusst? Nein. Die sind echt einfallslos, ey.
Der war einfach nur ein Witz, ey. Boah. Das sieht irgendwie aus wie, keine Ahnung, ja, Nordheimer. Geil.